Mensch ist im Mittelpunkt und es geht einfach darum, was möchte dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, und wie kann ich ihm beitragen, wie kann ich ihm helfen, genau das zu erreichen. Man muss das sich wieder bewusst machen und einfach sagen, in dem Moment, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, ist immer der, der gerade vor mir sitzt. Wir haben hier ein Beziehungsgeschäft, die Emotion ist das, was der Mensch berührt, und ich packe alles, was ich sagen will, irgendwie in eine Geschichte, und ich liebe Geschichten. Und ich liebe es, Menschen zu verwöhnen. Ich koche auch sehr gern. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Training mit unseren Engländern, und eine hat gesagt, ja, sie wurde eingeladen mit den Worten, ich habe keine Ahnung, um was es hier geht, aber es gibt immer gutes Essen. Ja, es geht um Lebensqualität. Es ist eine Art zu leben. 1995 hatte ich eine Situation, die war also nicht so schön. Ich war alleinerziehend, mein Sohn 10 Jahre alt, nicht einfach, schwierig. Und dann finanzielle Probleme. Und ein Jahr später habe ich dann den Manfred kennengelernt. Ich war einfach wieder nach 8 Jahren alleinerziehende Mutter, war wieder jemand da, mit dem ich was teilen kann. Und so hat er mir damals geholfen, dass ich wieder aus dieser finanziellen Not rauskomme. Life Plus habe ich nicht gesucht, es hat mich gefunden. Ich habe einfach in Life Plus die Chance gesehen, einfach keine Existenzängste mehr haben zu müssen. Ich glaube, das ist für mich der wichtigste Punkt. Ich habe einfach die Perspektive gesehen. Ich habe gesehen, dass ich hiermit wirklich, dass ich dafür zuständig bin, was ich draus mache. Es hat für jeden das, was er will, und es ist einfach ein Lebenskonzept. Ich helfe gern. Ich helfe sowieso gern, aber wenn ich dann jemand helfen kann, der sonst keine Chance hat, macht mich das doppelt glücklich. Wir besitzen unsere Zeit. Wir können morgens Tennis spielen, wir können mit dem Boot raus, wir können Freunde einladen. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach auch die Zeit, die qualitative Zeit mit Menschen verbringt, die man mag. Also das ist mir eine Freude. Das ist eigentlich das, was ich gerne mache. Einfach so der Geist mal wieder runterzuschrauben, weil ich bin natürlich von Natur aus schon eine ziemliche Powerfrau. Also mein Vater ist mit 46 schon gestorben, ziemlich früh, und er hat immer uns ein Rätsel aufgegeben, das eigentlich gar nicht zu lösen ist. Und als er gestorben ist, mir ist das einfach nicht mehr eingefallen. Das Verrückte war, wir waren auf der Cruise, und Bob Lemmon heißt auch Robert wie mein Vater. Wir standen da zusammen und plötzlich erzählt er genau dieses Rätsel, nachdem ich 20 Jahre gesucht habe. Also das, wenn ich da dran denke, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war so nochmal die Bestätigung, das ist einfach, da bin ich richtig. Ne? Also ich bin ehrgeizig. Wenn ich was erreichen will, dann bin ich schon bereit, die Dinge zu tun, die dafür notwendig sind. Aber ich weiß heute zumindest, dass man alles erreichen kann, auch was man sich noch nicht so vorstellen kann. Es ist schön.